Hallo zusammen, am Freitag, also der 21.07. beginnt die Messe Aventure Southside in Friedrichshafen, eine Offroad-Messe, und wir haben da eine Aktion und eine Neuheit. Fangen wir bei der Neuheit an. Ihr wisst vielleicht, ich habe eigene Batterien im Sortiment. Früher hatte ich mal Liontron und jetzt ab August, September haben wir haben sie bereits am Lager, Saftkiste. Warum habe ich jetzt noch eine andere Batterie und jetzt noch eine Neuheit? Und zwar ist die Neuheit, diese zwei Batterien, wir sind aber nicht so weit, sondern wir haben jetzt zuerst mal die erste Batterie, die 100 Ampere, die läuft bei uns auch besser als die 150er, aber die ist unterwegs mit einem Monitor. Und zwar haben wir hier oben drauf einen Batteriemonitor. Wir sehen also hier, was die Batterie hat oder was sie nicht hat. Wir sehen hier, die Batterie ist 100% voll, hat aber nur 99,8 Amperestunden. Wir haben den Zähler und hier unten, wenn man hier dort drauf drückt, fängt er an zu leuchten. 13,3 Volt. Ampere ist jetzt die Beleuchtung, die ein bisschen wegzieht. Und so haben wir hier oben eine Anzeige. Wir haben ja hier jetzt nur eine Anzeige. Ich habe kein Bluetooth, ich habe nichts, ich habe nur die Batterie. Hier kann ich Kasten aufmachen, reinschauen, wie viel das ich habe. Meistens ist es ja gar nicht so wichtig, genau zu wissen, wie viel das ich habe. Früher hatten wir eine Bleibatterie, da war vielleicht die Spannung, die irgendwas ausgesagt hat. Aber hier habe ich wirklich reine Anzeige. Bei unseren alten Batterien, oder fange ich früher an, bei der Liontron hatten wir das Problem, dass man übers Hersteller-App, also nicht Liontron, sondern Hersteller, zum Beispiel die Batterie ausschalten konnte. Und keiner konnte das dann wieder einschalten, ist heute immer noch so. Teilweise. Dann die eigenen Batterien, da hatten wir die erste Serie, die war super. Dann kam Corona, da kam die zweite Batterie, da haben sie eine App verbaut oder ein BMS, also ein Batteriemanagementsystem. Da hatten wir Probleme mit dem Bluetooth, mit dem Victron-Regler. Also das heißt, Victron-Regler verbaut, unsere Batterie, und da hat es bei uns Mist angezeigt. Wirklich doppelter Strom oder gar kein Strom. Zähler, da hat so eine Batterie plötzlich 10.000 Zyklen drauf, irgendwas. Weil diese Bluetooth-Signale sind nicht sauber getrennt. Mit dem eine Batterie, die kein Bluetooth hat, ich habe einfach eine einfache Anzeige, Batteriekapazität und so weiter. Aber auch hier ist ein Schön drin, der misst, wie viel das da drin ist. Aber das ist wie ein Hotel zum Beispiel. Wenn ihr ein Hotel habt mit 100 Zimmer oder 100 Ampere oder 100 Betten und ihr wisst, da sitzt einer vor dem Lift, weil alle Zimmer sind oberhalb, der zählt, einer kommt raus aus dem Lift, also ist einer weniger, zwei kommen raus, dann zählt er wieder, was reingeht. Theoretisch weiß der immer, was noch Leute oben in den oberen Stockwerken sind, wo die Zimmer sind. Der zählt die ganze Zeit, was reingeht, was rausgeht, was reingeht, was rausgeht. Aber wir wissen, dass die Batterie eine Selbstentladung hat. Beim Hotel umgerechnet haben wir eine Treppe und wir wissen, da gehen drei Personen im Monat einfach hinten die Treppe runter. Die kommen ja dann nicht beim Lift an. Jetzt zählt er und zählt, aber weil immer wieder Leute über die Treppe runtergehen, zählt der eigentlich nicht das, was richtig ist. Das heißt, irgendwann hat er vielleicht noch 40 Leute oben, aber es kommt keiner mehr, weil keiner mehr oben ist, weil die schon über die Treppe runter sind. Also über die Selbstentladung der Batterie. Das heißt, ich muss dann sagen, ja, jetzt fülle ich mal das Hotel. Das heißt, er hat das Hotel gefüllt.
Die an der Rezeption sagen, wir sind ausgebucht, wir haben kein Zimmer mehr frei, ist komplett belegt. Und er sagt, ja, aber ich habe hier noch 60 Leute. Und dann, wenn ich hier eine hohe Spannung habe, von 14,4 Volt, das ist also ein Ladegerät im Endladebereich, dann schalte die Batterie wieder. Jetzt bin ich voll. Und dann fängt die Zählerei von vorne an. Das heißt, wenn ich ein Wohnmobil habe und ich brauche das den ganzen Winter nicht, da habe ich eine kleine Selbstentladung, ich lade das auch nicht immer so voll, bis ganz voll, sondern ja, habe keinen Bedarf dazu, dann habe ich eigentlich auf diesem Zähler eine falsche Angabe. Aber diese Angabe habe ich auch bei diesen Batterien. Übrigens, jetzt läuft das App wieder, seit wir die neuen haben. Aber das Zählen stimmt nicht ganz. Und das Problem, da bin ich nicht ganz sicher, habe ich wahrscheinlich bei den Batterien auch. Saftkiste. Ja gut, jetzt Saftkiste, die kann nicht fast fliegen, aber ich habe die Verbindung nicht nur über Bluetooth, sondern auch übers Handynetz. Das heißt, sobald die Box hier, die hat eine Handykarte drin, die ist 10 Jahre im Preis drin, nachher kostet das nicht so viel, ich sag mal keine 50 Euro oder Franken, und dann habe ich nochmals 10 Jahre. Also das heißt, ich kann übers Handynetz, über mein Handy abfragen, wo die Batterie ist. Also sie hat ein GPS-Modul drin, also ein Positionierungssystem. Ich kann abfragen, wo sie war. Noch kommt, die Hardware hat das schon, ist ein Schocksensor. Das heißt, wenn die Batterie einen Unfall macht, das kann man dann so weit verbinden, wenn die Batterie einen Unfall macht, sprich das Auto, wo es drin ist, geht von hier eine Meldung raus an den Hersteller. Der Hersteller kann das elektronisch koppeln, soweit sind sie softwaretechnisch noch nicht, geht dann das direkt an die Polizei, weil ja hier auch die Polizei die Batterie ein GPS drin hat, wissen sie auch, wo die ist. Der Hersteller weiß, wo die Batterie ist, der weiß, wie viel Strom das ihr nimmt und so weiter. Nicht nur, was ihr abfragen könnt von der Batterie, sondern den ganzen Datenverkehr von der Batterie hat der Hersteller bei sich und der weiß, wo ihr seid, was ihr macht. Wann ihr das letzte Mal einen Kaffee rausgelassen habt, das seht ihr über den Stromverbrauch. Oder ob ihr elektrisch kocht oder was ihr damit macht, ob sie tiefentladen ist. Das ist also eine Datenaufzeichnung bei dieser Batterie. Das ist gewaltig. Beim Bluetooth, also bei der alten Liontron, war so, ich konnte neben das Wohnmobil stehen, auf Bluetooth empfangen und dem Nachbar seine Batterie ausschalten. Ich konnte auch gucken, wie viel Strom das er nimmt und so weiter. Das ist bei der Batterie nicht mehr möglich, weil wir haben kein Bluetooth, wir haben nur diesen Monitor, der uns anzeigt, wo, was hat die Batterie für eine Spannung und so weiter. Aber ich muss natürlich gucken gehen, wie es der Batterie geht. Und hier sagen gewisse Leute, ja Moment, ich will doch nicht wissen, wo die Batterie ist. Fand ich schon. Aber jemand anders geht das gar nichts an, wo mein Auto steht oder mein Boot. Ob ich jetzt gerade einen Kaffee rauslasse, weil der Stromverbrauch bezieht sich über ein Wechsellichter auf eine Espresso-Kaffeemaschine. Die sehen ja dann, wenn ich auf dem Boot bin, samstagsmorgen oder sonntagsmorgen, ja Moment, um 10 lässt er ja so einen Kaffee raus, der könnte auch früher aufstehen. Nee, also eben, der Datenverkehr bei diesen hier ist extrem, wer es will, ist okay, der kriegt das, wir bauen die Batterien auch ab Herbst ein, könnt ihr einen Termin bei uns ausmachen, die 300 Ampere Batterie, die passt genau unter den Sitz oder auch solch eine Batterie. Oder eben diese mit der einfachen Anzeige. Hier ist jetzt ab Anfang August, wir haben noch ein bisschen Urlaub, 1. Augustwoche, könnt ihr diese Batterien haben. Macht einen Termin aus ab September zum Einbauen. Jetzt komme ich zur Aktion. Und die muss ich jetzt das Ganze heute wegschieben. Und zwar habe ich hier unsere Solartasche,
eine 200 Watt Solartasche. Und ganz besonders an dieser Solartasche ist nicht, dass es eine Solartasche ist, sondern dass das eine 24 Volt Solartasche ist. Hier habe ich, komme ich später drauf, stelle ich hier drauf, die Solartasche ist hier so eingepackt. Diese Solartasche hier, die hat eine Spannung von 24 Volt. Also eine Hochvolt-Solartasche. Also das heißt, wenn die auch nicht super ausgerichtet ist, bei schlechterem Wetter, habe ich die bessere Ladung. Bedingung ist aber, dass ich ein MPTT, Maximum Powerpoint Tracking Regler, dazu verwende. Diesen Solarregler, der kommt dann direkt auf die Batterie, weil der muss ja, dass er optimal lädt, die Batteriespannung messen hier am Ausgang. Und hier auf diesen zwei Klemmen, da haben wir die Solarkabel dazu. Das Solarkabel dazu und hier auf der einen Seite habe ich diese Drähte. Da gehe ich hier auf diesen Solarregler, ich sage mal ganz frech, schwarz geht auf schwarz. Und rot geht auf rot. Und das hier, das montiere ich am besten fest angeschlossen im Fahrzeug, versorgt das. Oder ich kann es natürlich auch hier reinpacken, beides zusammen. Und dann habe ich hier diesen Stecker und diesen Stecker. Und das kann ich dann so zusammenstecken, Kabel wieder versorgen und die Solartasche wieder anschließen. Diese Tasche hat 24 Volt Netzspannung bis 34 Volt Leerlaufspannung und durch das habe ich natürlich hier auf dem Kabel, das ist jetzt 6 Meter lang, die doppelte Spannung, aber 30 Volt ist kein Problem, nicht dass wir da in andere Richtlinien kommen, aber ich habe nur den halben Strom wie bei einer 12 Volt Zelle mit 200 Watt. Und diese Tasche, die besteht aus 6 Teilen. Ist so groß hier. Die falte ich jetzt wieder zusammen, weil mein Studio ist hier zu klein. Aber eben hier 200 Watt Peak. Und jetzt hier die Tasche kostet 350 Schweizer Franken, das sind aber in Deutschland, weil wir da mehr Märchensteuer haben und mehr Zoll, sind das 382 Euro. Kriegt ihr an der Messe und dazu gibt es das Anschlusskabel und während der Messe gibt es diesen Regler und schon ab jetzt oder ist das Teil im Shop bei uns aufgeschaltet, inklusive MPPT Solarregler für den Preis von 350 Schweizer Franken. Das ist die Aktion, das hier ist die Neuheit. Wir sehen uns in Friedrichshafen an der Aventur Southside und wenn ihr das Video erst später seht, dann halt auf der nächsten Messe, die ist in Bern, die Caravan. Und hier verlinke ich euch die Batterien, irgendwas und hier das Panel ein bisschen besser vorgestellt und ich wünsche euch einen schönen Tag.